Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Willkommen zurück hier bei Zockys Kochshow und gute Nachrichten, das Essen ist endlich fertig. Das Händel hat jetzt lange Zeit in seiner Soße geschmuggelt, der Reis ist fertig gekocht und wir kommen zu dem Teil am Kochen, den ich persönlich am allerliebsten mag, dem Essen. Und dafür, dass wir dieses köstliche Tandoori-Huhn gemeinsam verkosten können, brauchen wir nur mehr einen... ich kann das nicht. Es ist mir durchaus bewusst, dass manche Leute seltsame Vorlieben haben. Es gibt sogar welche, die machen sich einen Spaß draus, auf YouTube eine Kamera anzuschreien. Aber das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und für diejenigen, die sich jetzt gerade zum zweiten Mal wundern, warum ich angewidert eine Schöpfkelle anschaue, ihr zählt wohl zu den glücklichen Leuten, die Takashi Miikes Gozu noch nicht gesehen haben. Wobei, ihr zählt euch tatsächlich zu den glücklichen Leuten, die die Chance haben, Takashi Miikes Gozu noch zum ersten Mal erleben zu dürfen. Denn das ist ein wirklich cooler Film, aber es ist vor allem auch ein wirklich extrem skurriler Film. Aber ganz kurz zu Takashi Miike, spätestens seit seinen absoluten Meisterwerken Audition und Ishi the Killer ist Miike natürlich jedem ein Begriff und gerne wird er bezeichnet als der japanische Quentin Tarantino, genauso wie Alex de la Iglesia der spanische Quentin Tarantino ist. Das ist halt einfach das Zeichen, dass manchen Filmjournalisten einfach überhaupt nichts einfällt und sie damit irgendjemand mit jemand anderem erklären müssen. Natürlich haben die beiden mit Tarantino zwar vom Stil her am Rande zu tun, gehen aber trotzdem natürlich cinematografisch ihren komplett eigenen Weg. Und selbst wenn das bei Takashi Miikes Film Sukiyaki Western Django bedeutet, dass sein eigener Weg bedeutet, dass Quentin Tarantino tatsächlich mitspielt. Ja, die Ähnlichkeiten sind durchaus vorhanden, aber in einem Bereich unterscheiden sich Tarantino und Miike ganz frappierend. Miike hat in seiner jahrzehntelang andauernden Regiekarriere bereits über 100 Filme gedreht und ich glaube, bis Quentin Tarantino auf 100 Filme kommt, laufen auf der Erde hier schon Aliens herum. Aber kommen wir jetzt ganz speziell zu seinem Film Gozu aus dem Jahr 2003, einer der, und das heißt was, glaubt's mir das, skurrilsten Filme, die Takashi Miike jemals gedreht hat. Immerhin geht's in dem Film quasi standardmäßig um einen Yakuza-Boss, der gerne hätte, dass ein anderer Yakuza einen anderen Yakuza umbringt, weil der jetzt schon ein kleines bisschen gaga wird und so in ziemlich allem irgendeine Bedrohung sieht und beispielsweise in einer der witzigsten Szenen, die ich seit langem gesehen habe, vor einem Yakuza-Café einen Hund tötet, weil er dachte, dass das ein Spionagehund ist, der eigentlich den Chef umbringen will und allein die Augen von dem Pudel zu sehen oder was auch immer das war, während er das sagt, großartig. Aber das Ganze hat ein klitzekleines Problem, denn derjenige, der getötet werden soll, ist der Mentor und Bruder von demjenigen, der ihn töten soll. Und der ist deswegen jetzt nicht ganz so begeistert von diesem Arbeitsauftrag. Aber es kommt, wie es kommen muss. Und ein Unfall lässt ihn einen Typen sowieso schon vorher aus dem Leben scheiden. Passt, Arbeitsauftrag erledigt und nichts machen müssen. Das ist quasi das Optimum einer Diensteinteilung. Aber das Ganze endet dann damit, dass während derjenige dann sagen will, ja, ich habe mehr am Draht, ja, ich habe ein ganz tolles Instrument gefunden, um den zu killen, dass plötzlich die Leiche nicht mehr da ist. Das ist schon fürs amerikanische Justizsystem relativ blöd, denn dort gilt der Grundsatz, kein Mord ohne Leiche. Ah, deswegen steigen dort die Verkaufszahlen für Salzsäure immer weiter an. Na, lassen wir das. Aber auf jeden Fall muss dann dieser Yakuza, um quasi seine Tat beweisen zu können, dann doch irgendwie eine Leiche produzieren. Und dann begibt er sich auf die Suche. In einem Ort, den man am besten als Takashi Miikes Interpretation von Twin Peaks beschreiben kann. Und damit kommt Gozu zu genau dem, was den Film so großartig macht. Der Hauptcharakter bewegt sich durch ein absolut skurriles Dorf, voll mit absolut skurrilen Leuten und erlebt dort absolut skurrile Situationen. Ich werde das Teil jetzt nicht
noch einmal vor die Kamera holen. Dabei sind alle, jeder einzelne Charakter auf seine eigene Art und Weise dermaßen liebenswert, aber derartig abgedreht, verrückt, speziell und ein absolut geistiger Sonderfall, dass es einem wirklich Spaß macht, dabei zuzuschauen. Gozu ist einer der Filme, die einfach davon leben, dass man nicht eine einzige Sekunde oder die Entwicklung auch nur einer einzigen Szene ansatzweise vorhersehen kann, und das macht diesen Film großartig. Das Ganze gipfelt dann übrigens in einem Finale, das ich an der Stelle natürlich nicht spoilern möchte, das sicherlich zu den verrücktesten zählt, und jetzt aufpassen, dass Takashi Miike jemals gedreht hat. Ja, ich habe das gerade gesagt. Holy freaking hell! Das, was diese letzten, ich sag mal, 20 Minuten von diesem Film bieten, drehen alles um, was der erste Teil von dem Film geboten hat, und zeigt eine komplett skurrile, komplett wahnsinnige Szene nach der anderen. Also außer man schaut die amerikanische R-Rated-Fassung, weil da wurde dann das Finale um 5 Minuten gekürzt und entfernt so ziemlich alles, was ich gerade mit den letzten Sätzen angesprochen habe. Absolut überraschend hat der Film, wie er dann damals von Ion New Media in Deutschland veröffentlicht wurde von der FSK, tatsächlich in seiner komplett ungeschnittenen Fassung eine Altersfreigabe ab 16 Jahren bekommen, was wirklich seltsam ist. Ähnlich seltsam wie der Film an sich. Gozu ist tatsächlich ein Film, wo ich an der Stelle gar nicht mehr darüber sagen will oder auch sagen kann, weil es ein Film ist, der von seiner Atmosphäre lebt. Er lebt von dem Zusammenspiel seiner einzelnen Charaktere und Schauspieler bis hin zu der einen Dame, die quasi die Frau von dem einen Geschäftsbetreiber spielt und dabei allerdings eine amerikanische Schauspielerin ist, die kein Wort Japanisch sprach und auch tatsächlich kein Wort Japanisch sprach, weswegen man ihr Cue-Cards, ähnlich wie in den ersten Filmen von Arnold Schwarzenegger, hinter die Kamera gehalten hat, von der sie dann ablesen konnte. Aber ihre japanische Aussprache, selbst nach einem Vocal Coaching am Set und dem Ablesen von der phonetischen Schrift, war wahrscheinlich ungefähr so grauenhaft wie das, was ich am Anfang von meinem Lone Wolf and Cub Review hier zum schlechtesten gegeben habe. Und obwohl das Ganze dermaßen grotesk, grauenhaft und furchtbar war, hat es Takashi Miike dann gerne im Film gelassen, weil genau die Atmosphäre, die er zeigen wollte, unterstreicht. Es passiert so viel und das ist einfach großartig. Die Musik von Gozu unterstreicht das, finde ich, absolut genial. Die Kameraführung unterstreicht das sehr gut. Wobei man bei Gozu natürlich auch dazu sagen muss, dass es sich um eine der preisgünstigeren Produktionen von Takashi Miike handelt, was man natürlich allein aufgrund der Optik der verwendeten Kameras, aber natürlich eben auch der Aufwendigkeit der Kameraeinstellungen und Inszenierungen bemerken kann. Mit Ausnahme von der Szene am Ende, die effekt- und tricktechnisch tatsächlich brillant gelöst wurde, ist der Film relativ einfach, konzentriert sich weitestgehend auf seine Dialoge, wird aber trotzdem und trotz seiner relativ langen Laufzeit von über 2 Stunden zu keiner Zeit langweilig. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich bei meinem Patreon, bei meinem Kanalmitglied, Verzeihung, Hartwig Stolzlechner bedanken, denn er hat sich bei mir im März 2022 dieses Review von Takashi Miikes Gozu gewünscht. Und ich muss wirklich sagen, danke, dass ich diese Filmerfahrung, ich bilde mir sogar ein, bei der Szene am Ende kam mir der Gedanke, ich glaube, ich habe den schon irgendwann einmal gesehen, aber irgendwie wieder komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen, und vor allem, wenn ich den damals, wie auf DVD erschienen ist, irgendwann einmal so Mitte der Nullerjahre, also wahrscheinlich schon fast vor 15 Jahren, hatte ich wahrscheinlich noch nicht unbedingt verarbeiten können, was ich da sehe. Das hat mir mittlerweile eben noch mehr Spaß gemacht, und Gozu ist einer der Filme, wo ich echt jedem Fan von skurrilen japanischen Filmen, ganz besonders natürlich von Filmen von Takashi Miike, nur empfehlen kann. Gönnt euch den, das zahlt sich aus, auch wenn ihr wahrscheinlich beim nächsten Mal mit anderen Utensilien kochen wollt.